Hallo, hier ist Alexandra von Ruhr Energie. Ich will euch heute das Rezept zu dem Erdbeer-Rohkostkuchen zeigen. Das ist ganz einfach und vor allem sehr, sehr schnell. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel spontan noch Besuch erwartet, das ist relativ schnell gemacht und man braucht auch nicht viel Kühlzeit oder so, wenn man es dann ins Gefrierfach stellt. Ihr braucht erstmal Nüsse. Das könnt ihr nach Geschmack machen. Ich habe jetzt hier Paranüsse und Walnüsse. Ihr könnt aber auch Mandeln nehmen oder was ihr eben gerade so da habt. Und da braucht ihr, was hatte ich gesagt, ungefähr 250 bis 300 Gramm. Das kommt, macht ihr dann in eine Küche, falls ihr sowas habt, in so ein Küchengerät. Wenn nicht, könnt ihr es auch kurz in den Mixer schmeißen, aber nicht zu lange, weil sonst, wenn das dann so matschig wird, ist halt auch nicht mehr so lecker und außerdem fängt dann auch an, das Öl auszutreten. So, dann macht ihr erstmal, wie gesagt, die Nüsse da rein und jetzt wird's laut. Genau, also die sollten dann eben so grobkörnig noch sein, dass man das so sieht, genau. Und dann braucht ihr 6 Datteln. Ich habe jetzt mit Joule-Datteln genommen. Die sind relativ, also das ist eine halbe. Wenn ihr kleinere Datteln habt oder die sehr trocken sind, braucht ihr vielleicht eventuell mehr und müsst vielleicht auch noch ein bisschen Flüssigkeit dazu tun. Das müsst ihr mal gucken, weil die sind jetzt hier sehr matschig. So ein bisschen verteilen. Und nochmal geht's los. So, und das ist schon der fertige Teig. So. Der kommt dann in so eine Backform. Am besten mit Backpapier auslegen oder so, weil sonst kriegt ihr den Kuchen nämlich nachher nicht mehr runter. Das Problem hatte ich nämlich schon. Am besten dann eben so schneiden, dass man nachher nicht das ganze überflüssige Backpapier hat oder so. So, schön alles rausholen. Das ist nämlich so lecker. Unsere kleine Tochter, die liebt es auch total. Die isst das auch manchmal als Nachtisch dann noch. So, erstmal ein bisschen grob verteilen. Also das sind 300 Gramm und das ist jetzt schon, also knapp 300 Gramm und das ist eben schon relativ viel. Also wer jetzt einen dünneren Boden haben will, wer nicht ganz so viel Kalorien da aus den Nüssen haben will, 250 Gramm tun es auch. Irgendwie das Gefühl, es werden jedes Mal mehr. Also der Boden wird jedes Mal dicker. So, einfach festdrücken. Das klappt dann sehr gut eben mit den Mandeln, weil die dann eben so dieses, diesen Klebstoff sozusagen dann geben. Und da muss man auch keinen Rand hochziehen oder so, weil die Datteln, die Erdbeeren, die fallen da ja dann nicht runter. So, so sieht es dann aus. Sieht man, da fällt auch nichts mehr. Das klebt gut fest. So, was ich dann manchmal noch gemacht habe, ist, das ist aber optional. Ich habe dann einfach nochmal so, das sind dann ungefähr 50 Gramm, das reicht. Ich habe jetzt hier von Xucker das, die Schokodrops genommen und geschmolzen und dann auf den Boden drauf gemacht. Das schmeckt auch sehr gut, aber das muss, wie gesagt, gar nicht sein. So, und dann kommen 400 Gramm Erdbeeren. Die habe ich halbiert. Und die lege ich jetzt einfach da oben drauf. Gut, und zack, fertig ist der Kuchen schon. So sieht er dann aus. Und der kommt dann nochmal kurz in den Kühlschrank. Ungefähr eine Stunde müsste reichen. Oder ihr stellt ihn halt kurz ins Gefrierfach. Da reicht wahrscheinlich eine Viertelstunde, 20 Minuten. Einfach damit der Boden mit den Mandeln und den Nüssen so ein bisschen, habe ich schon wieder Mandeln gesagt? Mit den Datteln, Entschuldigung. Mit den Nüssen und den Datteln, damit das fest wird. Und ich bin ein bisschen verwirrt heute, es tut mir leid. Nicht nur heute, aber heute ist es extrem. Und genau, damit der Boden einfach ein bisschen fest wird. Ja, also es ist eben ein ganz schneller Kuchen. Ihr habt ja gesehen, Vorbereitungszeit ist ganz kurz. Und das längste ist eigentlich eben die Kühlzeit. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und bis bald. Tschüss!
Ach so, einen Daumen nach oben wäre noch schön und abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis dann. Tschüss.